willkommen zu einer neuen Folge von Jam in the Basement, presented by Jazzrock TV, hier aus unserem Kölner Keller. Und hier ist auch dufte Stimmung schon im Haus. Hey, 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 hey. Und wir hier im Kölner Keller, wir haben nichts zu tun mit dem Bundesliga-Kölner Keller, das ist woanders, die machen den Quatsch woanders, aber wir machen es hier und wir haben heute ganz spezielle Gäste aus Hamburg von der Waterkant. Ja, so ungefähr, also Hamburg und auch Köln und zwar die Band Cosmic Latte. Da hören wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen dazu, wie es zu diesem Namen kam. Es hatte irgendwas mit Kaffee und auch dem Universum zu tun. Aber bevor jetzt die Geschichten kommen, glaube ich, fangen wir einfach an. Herzlich willkommen, Cosmic Latte und viel Spaß. Wir sind Cosmic Latte, Instrumental Fusion Trio aus Hamburg und wir kennen uns von vielen, vielen anderen Sideman-Jobs. Wir haben in der Konstellation zu dritt oft das Vergnügen gehabt, uns die Bühne zu teilen in Unterstützung anderer Künstler und dachten irgendwann, wir toben uns mal so richtig aus unter eigener Fahne. Bezüglich unseres Backgrounds würde ich behaupten, dass wir eigentlich ähnliche Einflüsse hatten in unserer Jugend. Wir haben alle drei irgendwie auch viel Prog gehört, als es so in der Jugend darum ging, okay, wir möchten uns mal mit spannenderer Musik beschäftigen. So langsam entwickeln sich die spielerischen Fähigkeiten in einem Bereich, wo man ein bisschen herausgefordert werden will, auch von dem Material. Und letzten Endes findet bei Cosmic Latte das zusammen mit, aber auch den Dingen, die wir in unserem Alltag machen, mit den mehr popularmusikalischen Sideman-Jobs. Denn wir sind tatsächlich eher so ausgerichtet, dass wir Songs schreiben, auch im Instrumental Fusion irgendwie. Unsere Songs sind nicht einfach nur so Grundlagen für endlose Improvisationen, sondern da finden sich eher klare Songstrukturen wieder mit Themen, mit Chori, mit Strophen. Und insofern würde ich sagen, treffen diese beiden Welten sehr zusammen in der Mucke. Yeah.
Also ich bin auch aufgewachsen mit ganz viel Rock-Einfluss, auch von meinen Eltern noch, Bon Jovi und so. Und bin aber ganz früh über meine Mutter halt so in die Jazz-Richtung gemacht, habe viel Big Band gemacht, schon im Jugendalter und so. Und da habe ich ganz früh schon so, ja, Herbie Hancock und Yellow Jackets gehört. Das hat mich halt immer so verfolgt. Und das hat sich irgendwie auch mit ins Studium dann gezogen. Ich habe in Osnabrück studiert, am tollen IFM, im Institut für Musik mit Burkhardt. Da habe ich nämlich den Burkhardt auch kennengelernt. Und die beiden, Burkhardt und Ruben, kannten sich schon vorher. Und irgendwie, wir haben auch im Studium schon Instrumentalmusik zusammen gemacht. Und das hat sich irgendwie immer so begleitet. Ja. Und natürlich hatte ich auch meine Bass-Heroes, so James Jamerson, Jaco Pastorius und Co. Pino Palladino natürlich. Und das, die verfolgt man, oder Tim Lefebvre heutzutage, was auch Sound und Gestaltung und so angeht. Da gibt es ja viele tolle Typen. So. Ja, witzigerweise, so im Mai, ich würde sagen, so eher erst als wir uns Richtung Album entwickelt haben und wie soll das klingen auf Platte, haben wir uns da Gedanken gemacht, was ist eigentlich, was könnte so eine Referenz sein? Und zum Beispiel die Aristocrats, die ja vielleicht noch ein bisschen progressiver sind als wir, aber das geht schon so in die Richtung, wo wir sagen würden, das wäre eine Referenz von uns. Aber als wir uns zusammengetan haben, war das wirklich so, wir treffen uns und wir legen einfach los. Wir haben keine Vorgabe. Wir wollen einfach nur das machen, was jeder jetzt gerade machen will, und wir gucken mal, was dabei rauskommt. Thank you.
man geht ja ein bisschen auf die Entdeckerreise, ne? Und sucht da so ein bisschen so seine Bands und seine Lieblingskünstler. Und nicht nur unbedingt irgendwie, wenn man Schlagzeuger ist, auch die Lieblingsschlagzeuger. Und das sind einem ja so ein paar Instrumentalisten dann irgendwann über den Weg gelaufen. Sowohl auf deutscher Ebene als halt auch europäisch oder drüber hinaus. Genau. Und darüber hat man so ein bisschen gemerkt, okay, da gibt es auch noch was anderes außer Popmusik oder irgendwie auch straighte Funkmusik mit Vocals oder so. Genau. Und dann ist man so ein bisschen, vor allem über das Internet, klar, ist man so über ein paar Acts gestoßen, wo man gedacht hat, okay, interessant, das muss man mehr auschecken. Ja, das reizt einen. Wir haben Gott sei Dank keinen Chef, da bin ich sehr froh drüber. Und es ist also angenehmerweise eine Konstellation, die sich wirklich sehr gut verteilt. So. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen Part, der dann auch künstlerisch vielleicht so ein bisschen mehr dahinterher ist als der andere, so, der in einem bestimmten Prozess sagt, ach, es passt schon. Das lassen wir jetzt erstmal so. Genau. Aber das befruchtet sich ganz gut. So. Genau. Und wir gleichen, also zugegeben, wir gleichen uns ziemlich gut aus und können, und oder ich glaube, manche Sachen sind auch dadurch nur entstanden, dass es so, dass wir zwar einerseits so ein bisschen eigene oder ziemlich gleiche Interessen haben, aber gleichzeitig auch so ein bisschen unterschiedlich sind in der Hinsicht, dass wir dann so ein bisschen aneinander ziehen, ohne dass es unsere Beziehung belastet.
Ja, genau, so weg vom Tagesgeschäft, ungefähr irgendwo zwischen, was wollte ich schon immer mal machen oder was wollte ich ausprobieren und was entsteht jetzt in dem Moment hier gerade. Und das haben wir, genau, alles mitgeschnitten, sortiert und kommen halt ganz wilde Sachen bei raus. Ne? Manchmal auch harmonisch. Rubi, was machst du da an der Gitarre eigentlich? Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier mache, harmonisch. Ja, ich auch nicht, aber irgendwie klingt's. Keine Ahnung, also sowas kommt da schon mal vor. Aber ich finde, das macht so ein bisschen aus, unsere Zusammenarbeit. Und dadurch, dass wir uns alle kennen, auch Freunde sind, ist das irgendwie ein Prozess, der, ja, den ich selten erlebe. Und dann, wenn das klappt, ist das natürlich toll. So. Wenn du die Jams hören würdest, würdest du wissen, genau, würdest du die Frage beantworten. Das ist, ja klar, manchmal ist es echt, also es ist halt voll. Also es ist auch sehr viel. Und vor allem am schlimmsten ist es, wenn der ein oder andere sich auch noch irgendwie neues Equipment gekauft hat und dann damit reinkommt und irgendwie 5 Stunden Jams nur mit einem Synthi-Sound gespielt sind, wo er dann so sagt, sag mal, du hast ja auch noch andere Sounds mal gehabt. Und so, ach so, ja, stimmt. Ja, ich benutze ja auch mal wieder. Nächste Woche. Aber genau, klar. Ja, auf jeden Fall. Also so, es sind oft sehr viele volle Parts, die auch natürlich dann, da haben wir nicht das Problem, Sachen ran rauszunehmen. Ne? Es wird dann eher spannend, wenn es umgekehrt dann ist, wenn wir vielleicht einen Part haben, der vielleicht ein bisschen zu dünn für uns ist, wo wir dann gucken müssen, weil wir halt nur zu dritt sind, was tun wir damit, dass der nicht, dass er nicht irgendwie in den Papierkorb landet, so, weil wir ihn dann doch aus irgendwelchen Gründen gern haben. Ne? Das ist dann immer so der spannende Prozess, das, was Ruben vorhin meinte, so ein bisschen, dass wir das in den Jams dann auseinanderfriemeln müssen. Und dann tausende Schnipsel haben, genau, die dann schöne Arbeitstitel bekommen. Und dann arbeiten wir halt an denen ewig lang rum, bis wir vielleicht auch so ein bisschen puzzelmäßig schaffen, welche zusammenzustecken. Ja. Die dann nicht so voll sind. We'll be right back.
Ja, unser Arbeitsprozess, sowohl beim letzten Album Trapezia als auch schon bei vorherigen Veröffentlichungen, die wir so mehr oder weniger in Eigenregie gemacht haben, war eigentlich immer der gleiche. Der Ursprung der Band war eigentlich so eine gemeinsame Jam-Session, so zum Luft rauslassen nach einer etwas belasteten Tournee, die wir als Dienstleister gemacht haben. Und der Kern aller Kompositionen sind eigentlich immer ganz freie Jams, in denen es keine Anleitung gibt, in denen auch jetzt nicht irgendwie groß kommuniziert wird. Da wird einfach gespielt, es wird mitgeschnitten. Und daraus extrahieren wir im Nachhinein immer so kleine Schnipsel. Und auf der Grundlage arbeiten wir dann die Songs so ein bisschen methodischer aus. Und die letzte Platte ist letzten Endes genauso entstanden. Wir haben unsere Corona-Freizeit, wenn man das so sagen will, irgendwie so genutzt, dass wir uns im Rahmen unserer Möglichkeiten zusammengefunden haben, im Rahmen des überhaupt Möglichen und Erlaubten, und die Songs so ausgearbeitet haben. Die Platte ist so ein bisschen so eine dreigeteilte Melange. Es sind drei zu dem Zeitpunkt neue Tracks gewesen und aber auch drei Tracks der ersten und zweiten EP jeweils. Das war eine Auswahl. Wir hatten durch eine der Corona-Förderung materiell die Möglichkeit, das ein bisschen so auszuproduzieren, kompromisslos, wie wir uns das eigentlich vorstellen, und wollten Material von der ersten und zweiten sozusagen Schaffensphase auch repräsentiert wissen auf dem Album und haben deswegen, wie gesagt, so eine Dreiteilung, 3-3-3, und sind, glaube ich, furchtbar glücklich mit dem Ergebnis geworden letzten Endes.
Ja, wir trinken gerne Kaffee, auf jeden Fall, aber wir, ja, also Bandnamen ist immer das Ding. Und dann ist man auch eine Instrumentalband. Es ist schwierig. Und wir hatten so, ich glaube, die Initialzündung für die Idee des Namens kam von Ruben damals. Und Cosmic Latte ist die Farbe des Universums, quasi, wenn man alle Objekte, die es im Universum gibt, zusammenziehen würde. Das ist dann so ein cremiges Weiß. Und das, also deswegen, das ganze Album, die ganzen Titel, der Look, das dreht sich ja alles irgendwie ein bisschen um Kaffee und um halt Universum und alles, was dazugehört.
Ja, wir sind natürlich auf allen Social Media Kanälen, Instagram, Facebook vertreten, Cosmic Latte oder Baristas from Space. Das ist unser Accountname da. Cosmic Latte gab es dann zu dem Zeitpunkt wohl schon mal. Haben aber auch eine Homepage und wir vertreiben es alles selber über Bandcamp. Aber man kann uns auch einfach, wenn man uns so findet, anschreiben und dann regeln wir das. So, genau.
Vielen, vielen Dank. Es freut uns total, dass wir hier spielen durften, dass ihr uns eingeladen habt, so vom Jazzrock TV, dass ihr da seid natürlich. Oben ist zwar Streaming-Konzerte gewohnt, ich finde es live aber tatsächlich besser. Und Ruben auch, okay, korrigiert. Ja, weiß nicht. Wir haben lange krankheitsbedingt gerade nicht zusammen spielen können, seit fast 4 Monaten. Und während wir an der zweiten Platte geschrieben haben, und wir freuen uns total, dass es jetzt wieder geht. So. Und dass wir euch das wieder zeigen können. Ja. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Die letzte Nummer ist die große Welle, Great Wave. Vielleicht liegt es an unserer Hamburger, an so einem Hamburger Anschluss, dass wir den gemacht haben. Die witzige Story ist nur eigentlich dahinter, die will ich noch erzählen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie wir damals noch in Hamburg einen ganz kleinen Proberaum hatten, in einem Luftschutzbunker, in einem Lagerraum, der so groß war wie die Fläche eigentlich, da haben wir den geschrieben und vielleicht, ich habe immer noch diesen staubigen Geruch von dem offenen Betonboden in der Nase, wenn wir den spielen. Und ja, vielleicht ist das eine ganz gute Kombination. Ja, viel Spaß. Vielen Dank.